Good morning. Guten Morgen. Wie ist die Lage? Alles super bei dir? Danke, gut. Gut aus dem Bett gekommen? Ja, geht. Ach, hi. Guten Morgen. Guten Morgen. So, Rob, wo gehen wir jetzt hin? Wir gehen jetzt erstmal zum Turnen, damit ich nicht dick und fett werde. Ja! Ja, danke, gebe ich zurück. Deine Haare sind fresher geworden. Ja, so ist authentischer, weißt du? Ja. Und Rob, wer ist das? Du bist stabiler. Das ist Mr. T-Flex. Mr. T-Flex macht uns alle stabil. Obwohl gar kein T in dem Namen stabil ist, fällt mir gerade auf. Aber ich? Ja. Doch. Das ist die Legasthenie, die bei mir nie diagnostiziert wurde. Bist du noch müde, komm? Ja, ich bin noch müde. Ich war jetzt auch länger nicht hier. 1000 Jahre. Ich kann ja hier Sachen kaufen. T-Flex-Handtuch. Oversize-Shirt. Wir checken das erstmal aus jetzt hier. Was willst du heute trainieren? Wie oft kommt denn der Rob hier hin? Normalerweise dreimal die Woche. Normalerweise. Aber Businessmänner haben auch mal Durchhänge. Also, wir machen jetzt Staffelsätze. Staffelsätze bedeutet, machen 4 Sätze, dazwischen sind nur 20 Sekunden Pause, mehr nicht. Wir fangen hoch an, Anni kennt das schon, mit 150 Sekunden, dann 100, dann 75, dann 50. Dann gebe ich dann die Bankdrückmaschine. Achso, das kriege ich. So, Obergriff. 3, 2, 1, Attacke. Obergriff ist der Oberarm. Genau. Schön tief in die Dehnung, Ruhrrücken, Brust drauf. Ne? Haben wir ja nicht gelernt, oder? Ich bin wieder ein bisschen flach geworden. Bisschen voll gewesen die letzte Zeit. Ich habe wirklich 2,5 Monate ja, nicht geschafft. Wegen Baustelle und den ganzen Kram. Auch nicht zu Hause ein bisschen Liegestütze? Ja, sowas. Aber nicht das hier, das ist ja immer noch was anderes. Also 100 Sekunden macht man das jetzt. Nein, 150. Achso. Ja, wichtig ist, dass ich mich morgen noch bewegen kann. Ja, bist du selbst schuld, wer so lange Pause macht? Ja, ja, dann gebe ich dir recht. Ich hab gehört, wir werden mal Nachbarn. Ist das so? Ja. Nice. So ist es. Der Muskelkater wird wahrscheinlich kicken. Das ist morglich. Aber Hälfte haben wir 75 Sekunden noch. Noch ein bisschen mit Power. Entschuldigung, wenn ich irgendwen demotiviere hier. Kann man hier mal umgreifen oder so? Nein, nein, mach mal. Zieh mal durch. Bitte? Oh, 20 Sekunden Pause. 3, 2, 1. Oh, das danke. Der Rest ist mir Latte. Wie fühlst du dich, Rob? Sensationell. Einfach spitze. Ich bereue jetzt schon, dass ich keinen Mangel Magnum Double Karamell zum Frühstück gegessen habe. Weißt du, warum ich so lange nicht hier war? Du musst ja doch das ganze Gerüst aufbauen und abreißen, die Bude und so. Ja, ja. Hiernach reißt du ja gar nichts mehr ab. Komm, Robby, komm. Bist du Champion oder Champion? Ach. Komm, nicht reden, konzentrier dich. In die Zone. Bumm, Explosion. Mhm. Genau. Ja. Was war eigentlich Robs bestes Gewicht? 10. Oh, der war schon fast beim ganzen Block. Der war mal bei 16, 17. Da war ich aber auch noch auf Steroide. Das ist Scheiß. Da hatte ich noch 120 Kilo mehr. Mein Problem ist einfach, ich habe so einen Verbrennerkörper, weißt du? Und ich nehme so schnell ab. Ich muss immer fressen wie so ein Scheunendrescher, damit der Rob was passiert. Kenn ich zu gut. Ja, genau. 6, 1, oh, weiter geht's. Nur noch 75 Sekunden. Kann man das Gewicht irgendwie erhöhen? Ja, klar. Können wir da nochmal drüber reden? Nein. Wir machen ja jetzt weniger Sekunden. Das bedeutet, du kannst natürlich dann auch das Gewicht erhöhen. Oh, okay. 20 Sekunden brauchen wir in der nächsten Runde. 20, 19, 6. Wie lange jetzt noch? 5, okay. 4. Komm. Sind noch 25 Sekunden. Gib alles. Schnelle. Schnell. Keine Pause. Komm. Jetzt schnelle. Boom. Sei nicht so, komm. 7 Sekunden noch, komm. Eins, jawohl. Große Pause, trink was. Bereust du es, keinen Sport mehr gemacht zu haben? Ja, ist ja klar. Wenn du da 2,5 Monate da nichts gemacht hast, nur Vanilleeis gefressen hast, dann ist das natürlich nicht so schön. Ich mir jetzt vorstellen, ich hätte ein Jahr Pause gemacht, das wäre schlimmer. Aber gibt ja so Menschen. Ja, ich zum Beispiel. Nein. Echt? Ein Jahr ganz Pause gemacht? Ja, nach 14 Jahren Training habe ich über ein Jahr keinen Sport gemacht. Und dann? Hast du auch Transformationen gemacht? Nein, ich bin ja nicht dicker geworden. Weil die Leute kennen ja immer nur Hü oder Hot. Das ist ja immer das Gleiche. Entweder ziehen sie voll durch mit gesundem Essen und Sport. Ja. Oder dann halt wieder fressen und keinen Sport. Ja, ich bin der Fan davon. Genau, so. Und ich bin einer, ich esse mein ganzes Leben schon gesund und keinen Scheiß. So, und selbst wenn ich keinen Sport mache, esse ich keinen Scheiß. Wenn, da habe ich 2-3 Kilo so ein bisschen am Bauch, aber... Spaghetti esse ich furchtbar lecker. Spaghetti esse ich? Ja, esse ich auch mal. Aber die Menschen denken ja, jeden Tag Schokolade zu essen, wäre ein Normalzustand. So, und ich esse einmal im Monat vielleicht. Ja, okay. Aber es liegt aber daran, dass ich das nicht mag. Ich mag zum Beispiel nichts Süßes. So.
Sei froh. Ich mag alles, was süß ist. Zum Beispiel Annika. Ich nutze diesen Pausemoment einfach aus. Und tu so, als wüsste ich nicht, was ich machen soll. Was soll ich machen, Malte? Weiß von oben. Haha, ich höre das einfach hinaus. Attacke. Wenn ich richtig geraten habe, jetzt wieder 150. So ist es. Was wiegst du jetzt? Warum hast du jetzt schon Pause? Komm. Weil ich mich auf mein massives Gewicht konzentriert habe. Mhm. Ja, ich habe 3 oder 4 Kilo abgenommen. Ah, scheiße. Ja, super scheiße. Wir haben schon so hoch geballt. Könnte auch im Schalen brechen. Weil ich auch nicht weiß, ob ich jemals noch mal in meinem Leben Lust habe, so viel zu essen. Das weiß ich auch nicht, Bro. Ist diese Übung angenehmer, Rob? Ja, nicht besser. Wenn nämlich loslässt, hat man das Gefühl, man würde fliehen. Also können wir nochmal über das Gewicht gehen? Nein, Rob! Rob, was machst du? Rob, der hat einen Schwan oder was? Komm. Aber es bewegt sich. Benimm dich. 18 Kilo pro Arm. Geht. Gehen wir? Ich merke das schon, dass das jetzt wieder so hoch. Ich dachte, du redest mit mir. Welches? Nein. Mit dir habe ich keine Gnade drauf. Lag der Rob auch schon mal auf dem Boden? Auf dem Boden lag, da liegt nichts Platz. Am ersten Tag hat er gebrochen. Ich war für Poster unter der Decke. Vielleicht solltest du ihm das Video geben von dem Badezimmer von damals und er cuttet das mit rein. Ich schick dir das mal. Das wäre super. Ja, das wäre total super, genau. Ich fühle mich wie Rocky gegen Apollo. Nur, dass ich der Schiedsrichter bin. Komm. Robin! Da bin ich doch. Geh da durch hier. Oh, das wären Schmerzen. 9, 9, 9, 8, 4, 3, 2, 1. 20 Sekunden Pause. Ich muss schon sagen, es ist richtig brutal hier. Nein, es ist total angenehm. Wie McFit quasi. Man setzt sich ein paar Kopfhörer rein, man connectet sich und redet ein bisschen übers Leben. Ich weiß gar nicht, wie viele Fitnessstudio-Mitgliedschaften ich habe für 5 Euro im Monat, die ich schon seit 2 Jahren subventioniere. Hast du nie gekündigt? Vergessen. Achte auf deine Haltung, Ellbogen nach oben und den Baum umarmen. Ja. Jawohl. Den Baum. An was denkst du, wenn du die Übung machst? Ich habe gerade an den Baum gedacht. Tatsächlich. Mein Gehirn ist relativ rational, ich kann also nicht viele Sachen gleichzeitig. Also, wenn ich das hier mache, denke ich nicht so viel. Fühlst du dich stärker, wenn die Kamera dabei ist? Ey, ich fühle mich retarded. Ich glaube mir mal was zu trinken. Okay, ist leer. Das ist auch leer, super. Mein Lieblingsraum ist alles leer. Oh, das ist okay. Und Anni, wie fühlst du dich gerade? Angestrengt. Ich werde schon sonst deinen eigenen Vlog starten. Nee, du musst einfach ganz normal wieder rein, weil fühlt man sich dabei? Vielleicht hervorragend. Nein, sonst bräuchte ich nicht einen Malte, der mich dazu zwingt, das zu tun. Achso, du zwingst sie dazu. Ja, alles funktioniert. Irgendwie muss ich ja Geld verdienen. Rob, Robin. Da bin ich. Rauf dann. Brauchst du trinken. Ach, jetzt wieder die Übung. Nein, ist Pause. Achso, du beruhst dich nur auf. Ja, ich gehe in die Wir haben nur 1,5 Minuten Zeit. Findest du die Pausen zu kurz? Das Leben ist zu kurz, Mann. Geht schon los, das ist schon mein Idealgewicht. 1 und los. Einfach hoch. Einfach hoch. Wie viel Gewicht ist das jetzt? 1. Ich glaube 15 Kilo. Willst du nicht sagen können, 50? Wir sind ja ehrlich. Eigentlich ist das auch total leicht. Ich kann es mit deiner. Komm, Rob, Brust rausholen. Und wenn Nike mit Adidas kreuzt, der sollte noch mal durch. Ich habe einfach wild in meinen Schrank gegriffen heute Morgen, weil mein Sohn unbedingt seine Spider-Man-Klamotten anhaben wollte. Und es eine wilde Diskussion darüber gab, was er jetzt anzieht. 60 Sekunden. Das geht nicht. Komm, zieh. Ja, klar. Gib alles. Ich bin auch nicht Flying Cooper, Alter. Oh! Aber er wiegt gleich viel. Aber es ist auch 1,75 und wiegt irgendwas mit 70 Kilo. Weniger als ich? Krass. Ich fühle mich ja schon wie die Palme hier. Und ist die Übung leichter als die andere? Nein, alles gleich beschissen. Ja. Alles gleich super. Willst du jetzt regelmäßiger zum Sport gehen? Ja. Alter, können wir nochmal über das Gewicht reden? Nein, Rob. Oh, Alter. Ey, Fisch, was machst du da? Komm, Fischi. Alter. Oh, 20 Sekunden Pause. Ich bin natürlich ein bisschen schwerer. Ja, klar. 2,5 Kilo pro Arm so mehr. 7. Was? 6 und Attacke. Komm, gib alles. Rob, ich krieg das nicht mehr hoch. Ich krieg das nicht mehr hoch, ehrlich. Können wir das irgendwie... Hopp! Hopp! 30 Sekunden. Oh. Dass seit diesem Jahr in die Fahrschule auch Motorradführerscheine angeboten werden. Super, Malte. Ja, finde ich gut. Du bist eingestellt. Würdest du jeden hier empfehlen? Ja, ich würde jedem empfehlen, einfach Sport zu machen. Robin, 20 Sekunden noch. Kann ich behalten? Wie sehr tut es weh? Das ist einfach kacke. Auch wenn man so lange nicht beim Sport war. Ich habe einfach keinen Bock. Es wird auch nicht besser. Hat er was gesagt, gehen wir jetzt nach vorne oder was? Nee. Wir bleiben hier. Super. Braucht man wenigstens nicht laufen, spart man sich Energie. Wie lange geht die Session hier noch? Immer eine Stunde. 15 Minuten noch. Echt? Dann ist schon eine Stunde vorbei? Dann ist schon eine Stunde rum. Es geht manchmal schneller, als man glaubt. Also vor Kamera habe ich 30 Minuten. Echt? Ehrlich. Wir trainieren hier schon eine Stunde. Aber noch schlimmer ist, nicht hinzugehen. Kannst du den Arm richtig noch heben so? Ja, aber ich habe total gerade keine Lust darauf. Ja, aber wir kommen nicht mehr hin. Wir trainieren jetzt. Hohe Rücken, stabil auf dem Boden. Natürlich. Seite.
Der höchste Punkt im Arm ist die Elle, das weißt du, ne? Wasser auskippen, Bumm, spitz rein. Ich will mir das nochmal überlegen, Robby. Können wir die 15 Kilo Hantel einfach daneben liegen? Ist das so aus, als hätte ich die bewegt? Von richtiges Sportvideo mit seinen kleinen Seilträumen. Aber dann kann er ja später sehen, wie er angefangen hat und so. Vor 20 Jahren, Dalli, du machst es nicht besser. Kann aber sehen, wie er angefangen hat. So eine Scheiße. Und nie aufgehört hat. So. Fast. Und dann so. Also erstmal mehr Strecken. Was? Mehr Strecken also. Der Arm, genau. Wenn du dann hier bist, machen wir. Genau, die Elle muss ein bisschen höher. Ja, klar. Wollte ich auch gerade vorstellen. Brust raus vom Rücken. Weißt du, immer stolz trainieren. Malte, das ist aber schon ganz schön gewagt mit dem Glas direkt daneben, ne? Ich habe eine Glashaftpflicht-Zusatzversicherung. Bis jetzt ist nichts passiert. Doch, stimmt gar nicht. Vorne im Eingang hat ja unser Mitarbeiter da eine Handelscheibe reingeschmissen. Aber nicht vor Wut. Nein. Tollpatschigkeit. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass mir gleich mit massiver Geschwindigkeit diese Hand aus der Hand fällt, ist auch relativ gering. Und dann fällt sie einfach steil nach unten. 70 Sekunden. Wie viel? 17. 17, verstanden. Mich kurz gefreut. Also ich muss schon sagen, Rob, du siehst ein bisschen aus wie Finch asozial so, ne? Ach super. So von das vorne? Das ist ja total gut. Das war genau. Mir fehlt nur noch der Hut. Ja, das stimmt. Oder wie heißt der? Ketzer der Neuzeit. Super. Rob, der durchtrainiert. Ja, voll. Das ist der Vorteil an diesem Shirt. Man sieht nicht, wie durchtrainiert ich wirklich bin. Eigentlich gegossener Stahl. Stimmt's, Annika? Stimmt. Klappmesser, ab geht's. Das war's, Klappmesser, stimmt's? Reichen drei fürs Video? Nein. Komm, Robin. Jetzt schon absetzen, Alter. Die Schuhe sind so schwer. Ja, klar. Nur noch 110 Sekunden. Was? Robin. Ich kann doch keine 110 Sekunden machen. Stimmt, jetzt sind es noch 90. Robin! Alter! Du willst an die Tafel, ich merk das. Komm, Rob. Noch mal hoch. Rob Kämpfen. Für den Weltfrieden. CO2-Neutralität. Klebt dich doch auf den Boden. Auf die Matte. Wie viele sollte man davon so ungefähr schaffen? In 150 Sekunden? 150. Ja, die Hälfte. So 2 Sekunden pro Klappmesser ist noch gut. Und 20 Sekunden Pause. Rob, wie fühlst du dich? Sensationell. Wie geht's dir, Anni? Super, ist gleich vorbei. Dann starten wir frisch fröhlich mit einem tollen Veggie-Shake in den Tag. Kann ich eine andere Übung machen? Oh, los! Gibt's doch irgendwas anderes? Nicht nochmal Klappmesser? Ja, Klappmesser. Kann ich Beine heben machen? Nein. Oh, los! Komm, Fischis. Haifisch oder Guppi? Oh, Guppi. Nein, hör auf, sowas zu sagen. Wegen Gorillafisch. Das sind die ersten Aufnahmen für meinen Online-Fitnesskurs für Fahrlehrer. Ja, da muss ein Vorbild sein. Bin also, ich. Let's go. Ich muss schon sagen, das macht Spaß zu filmen, während andere... Überleg mal, das wäre dein Job den ganzen Tag. Ja, das ist doch... Menschen einfach zu quälen. Moderne Domina von heute. Ich quäl die, ich berühre die nicht mal. Am Ende sagen sie danke und dann bezahlen sie dich. Bester Job, muss man sagen. Und ich brauche nicht mal Leder tragen. Stimmt. Augen auf bei der Berufswahl. 2, 1, ich muss jetzt leider fahren. Rob, einer noch, komm. Einer noch. Jetzt aber. Ja. Feierabend. Von 1 bis 10, wie kaputt bist du? Super, geht. Ach, no, ich bin 2, ich bin noch total gut drauf. Hast du gemerkt, wie ich überlegt habe? Anni, wie geht's dir? Besser, danach ist immer besser. Rob, deine Position, die ist so bei, glaube ich, so Japanern oder so, wenn sie kämpfen. So. Ja, 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 die dann sitzen dann so an. Auf die Knien und dann so die Arme. Ja. Ich bin auch bereit, quasi. Und ihr Shakes? Ja. Und jetzt gibt es was, Malte? Ein Proteinshake. Wichtig nach dem Training, weil der Aminosäurenhaushalt halt nicht mehr vorhanden ist, kriegt die Muskulatur schöne Aminosäuren, sprich Protein. Und dann können die Muskeln sich nämlich zurücklehnen und sagen, ach geil, bereit zum Wachsen. Welcher Geschmack ist das? Vanilla Ice Cream. Direkt mal Werbung für Sinop machen. Sinop. Shit is not our business. Beste Supplements. Der Grund, warum ich so lange nicht hier war, ist, glaube ich, einfach, weil ich jetzt auch wieder schlafen gehen kann. Ich kann hiernach nicht auf der Baustelle Gerüste aufbauen. Wie soll ich das machen? Das schaffe ich nicht. Das ist nur eine kognitive Barriere. Das schaffst du schon. Das ist total richtig. Das muss ich nur meinem Körper erklären. Wie sieht dein Tag noch aus? Was machst du heute? Viel. Zu früh aufgestanden, zu wenig geschlafen und dann morgens zum Sport. Nur so geht's. Wie ich mich motiviere, ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur immer, fetter zu werden ist auch keine Option. Und so ein normales Studio kriege ich einfach nicht hin. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich ins Fitnessstudio gehe, dann habe ich entweder Kopfhörer drin und alle 5 Minuten kommt jemand und man sagt, hey, wie geht's? Und dann labert man und man kommt nie zum Sport. Und dann geht man nach 2 Stunden nach Hause und hat irgendwie doch nichts gemacht. Hier ist es so, man ist eine Stunde hier und dann ist man auch komplett zerflext für 2 Tage. Also ich zumindest. Und das funktioniert bei mir sehr gut.